Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims hier Let's Play Folge mit Nachhaltig Leben. Ich bin Daniel von SimFancy. Letztes Mal hatten wir mit Lea und Nathan das schmutzige Techtelmechtel. Da steht ja immer noch das Schulprojekt. Jetzt geht's aber los hier. Sag mal, was ist denn los? Auf hier, vorsichtig arbeiten. Mach da mal. Komm, Romeo soll dir helfen. Ist er schon? Der ist schon im Bett, ne? Eieiei, Nickerchen waren. Ja, und heute geht's weiter mit dem Sprudel. Und ich habe hier neu gestartet und jetzt sprudelt's wieder. Steht aber immer noch nicht bereit. Immer noch nicht bereit. Er ist das letzte Mal irgendwie rumgebackt, keine Ahnung. Nach dem Spielstart blubbert es jetzt irgendwie wieder, keine Ahnung. So, Nova, wie sieht's aus bei dir? Das ist ja die Abschlussprüfung. Bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Weil so ein bisschen haben wir es verkackt, ne? Und es nicht so rechtzeitig geschafft nochmal kurz davor. Komm, mach hier nochmal ein bisschen spielen. Wir müssen hier nochmal die Logikfähigkeit erweitern und Recyclingmaterial erhalten. Ja, dann können wir hier nochmal aus Inventar Recycling starten. Was nehmen wir denn da? Die Vorhänge da, wo hast du die denn her? Weg damit. Ja, das reicht schon. Zweig der Heiterkeit. Alles weg damit hier. So, wir müssen noch ein bisschen lernen hier, ja. Du redest wieder mit den Pflanzen oder was machst du? Unser Öko-Innovator, der muss immer noch hier die Meereslebewesen erforschen und Bauplanungsingenieur werden. Aber immerhin hat er jetzt Level 5 der Gartenfähigkeit hier. Da kommt schon ein bisschen deiner Mama hier am nächsten, du, ne? Unser Umweltschützer. Hallo Noel, sensationelle Dinge habe ich über dich gehört und möchten dir da ein sensationelles Angebot machen. Möchtest du gerne Astronaut werden? Ja, nee, ist klar. Du kannst ein paar Ränge überspringen und als Spezialist für erdnahe Umlaufbahn Rang 5 beginnen. Deswegen unserem guten Ruf, ne? Haben wir aber nicht. Wir sind kein Astronaut. Das passt gar nicht zu uns. Ein makelloser Ruf, ja? Die wollen hier nur einen vor die Kamera hier. Ja. Erdbeeren verkaufen. Nathan, du bist ja immer noch da. Und wie sieht's, wie geht's, wie steht's? Du putzt hier wieder rum. Unsere Mama hier im Bunde, du würdest uns schon fehlen. Die Melodie ist aber viel zu lieb hier noch. Wir haben eine 6. Aber im Zusatzkurs, ja? Die Hauptkurse, da haben wir eine 2 plus und eine 2. Aber es ist immer noch eine 3 plus am Endeffekt. Boah, das haben wir aber gut noch. Also, ich dachte, es wird noch schlimmer. Aber immerhin. Roboter zu Land, Wasser und Luft 2 plus. Praktischer Elektromagnetismus eine 2. Und zwei linke Hände oder handwerkliches Geschick eine 6. Bäm, ja, das ist, weil du keine Geschicklichkeitsfähigkeit erlernt hast hier wirklich. Semester ist um. Durchschnitt 3 und insgesamt Notendurchschnitt 3 plus. Ja, müssen wir nochmal besser werden hier, ne? Es wird Zeit, sich für den Unterricht am Foxborough-Institut anzumelden. Ja, wir machen das noch weiter, weil wir brauchen ja noch 3 Kurse. Und das machen wir auch direkt. 3 Kurse ja noch. Machen wir noch wieder einen Wahlkurs oder ist das... Technisches Vertrauen, Archäologie, tierisches Vertrauen, Schwänzen. Salvadorianische Kultur, Posen beim Ablichten. Na, diese Fähigkeiten, ne? Tanzen, Farbtheorie für Maler, Charisma oder Blumenbinden. Das passt alles nicht. Wir machen die 3 Kurse. Wie man auf 6M eine Toilette baut, eine bessere und bessere Mausefalle und Partikelteile. Wie, die muss nur 4 Kurse absolvieren? Weil wir den einen nicht geschafft haben als 6 oder was? Echt jetzt? Dann müssen wir 4 Kurse noch absolvieren hier. Mal 4. Boah, das wird aber heftig, du. Das wird aber heftig. Wenn man eine 6 hat, dann zählt das wohl nicht so ganz. Eieiei. Physik Hauptkurs. Stringtheorie auch nochmal. Eieiei. Ja, wir bezahlen das hier mit Leas Blumengeld. Oh nein, Nova, das wird jetzt aber der... Ja, 8 von 12, das stimmt wohl. Nee, du hast schon 8, dann brauchst du noch 9, 10, 11, 12. Achso, okay, gut. Daniel kann wieder ja nicht Kopf rechnen. Ja, auf dann ab hier. Lernen. Lernen, lernen. Du brauchst noch Blumenbindenfähigkeit. Jetzt gucken wir mal nach dem Sprudeln. Ist der immer noch nicht fertig hier? Oh, eieiei. Ich habe das Gefühl, der Spinat, den wir da reingestopft haben, um das auszuprobieren, der hat so ein bisschen das Ding verstopft oder was. So, du hilfst mal beim Projekt, komm. Hilf mal der Summer. Ja. So. Stressiger Schultag. Braucht Vergnügen. Braucht immer Vergnügen, ne? Das ist, wenn man die Fernseher alle abschafft, nur die kleinen
Pupsfernseher da lässt. Ja. Komm, ihr sprecht miteinander ja ein bisschen lustig. Probleme beschweren, da kannst du ein bisschen abreagieren. Rumblödeln, ist doch toll. Bla hier, wir müssen doch ein bisschen was lernen hier. Guck mal hier, Summer, Verantwortung reicht aus für verantwortlich. Sehr gut. Kinas, ihr könnt das doch. So, du putzt mal das Klo hier, genau, ist eine gute Idee. Ja, wo sind die Rohre? Die kommen nur, wenn man die Wand hochmacht, ne? Chakalaka hier, putzt das Klo. Ja, das verstopft hier nie, ne, wie es aussieht. Muskelschmalz verwenden. Nicht abspülen, sondern mit einem Schwamm runter das Wasser quetschen, oder was soll das denn sein? Ohne Wasser. Mental Level 2 erreicht Romeo, sehr gut. Oh, du musst auch noch pieseln hier, ne? So. Lea, wir müssen bei dir auch noch mal gucken hier. Ja, ist immer wieder schwierig. Pflanze erforschen. Müssen wir hier noch mal gucken. Wo kann man das erforschen? Erforschen hier. Erforschen. Wenigstens, dass wir das noch schaffen. Die Blumenbindenfähigkeit, die will irgendwie nicht leveln. Das ist unglaublich. Wir haben schon bestimmt 10 Pflanzen da gemacht. Wer hat mitgezählt? Gelbe Orchideen. Nee, wir wollen die pinken Orchideen. Die bringen mehr. Aber irgendwie geht das Level hier nicht richtig hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, jetzt sind wir schon bei Hälfte Level 7. Also ist schon mal ganz gut. Ah, er ging doch ein bisschen hoch. Mental Level 3. Boah, die werden ja noch zu Genius Kids. Hausaufgaben habt ihr wieder nicht begonnen. Oh, dann müsst ihr die auch noch machen. Hm. Sind die Birne noch im Inventar? Unser Notgroschenfrosch. Den haben wir von zu Hause mitgenommen. So, wenn mal das Geld ausgeht, haben wir ja noch 8900. Ein seltener Rubingoldlaubfrosch-Scheibe. So, du willst ein Auto? Bibliothek besuchen. Ah ja. Und etwas lesen. Ja, das ist sich voll auf Mentaltrip. Sich selbst vor dem Spiegel versuchen zu beruhigen. Haben wir irgendwo einen Spiegel? Wir sind doch hier nicht eitel hier wirklich, oder? Wir haben irgendwo ein Spiegellein. Spiegellein, Spiegellein an der Wand hier. Sich selbst versuchen zu beruhigen. Mach das mal. Sehr gut. So, hast du jetzt schon Level 3? Ne, noch nicht du, ne? Da musst du, ah, gleich hast du es doch allzu gut. Ja, machen wir jetzt mal diesen Beruf hier ein bisschen weiter. Muss man auch, wir haben noch 4 Tage, 3 Tage, 4 Tage Zeit. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit, Raumfahrttechnik. Boah. Heieiei. Ja, da müssen wir jetzt uns ranhalten, du. Weil das haben wir beides, glaube ich, noch nicht, du, ha? Geschicklichkeit Level 6, okay. Raumfahrttechnik Level 1. Das wird schwierig. Und wie machen wir das mit der Raumfahrttechnik? Weil wenn wir hier eine Rakete platzieren, das ist sehr schlecht für den ökologischen Fußabdruck. Ah, seid ihr fertig hier? Abgeschlossen. Die Zusatzarbeit wurde belohnt, aber ist so mittel irgendwie, ne? Qualität gut. Nicht das Schöne, was sich dreht. Projekt ansehen und in den Inventar platzieren. Der klatscht hier immer noch, du. Kleiner Glatschfrosch. So, recycelst du jetzt das Zeug hier? Das heißt, die Pflanze und irgendwas? So, ist unser Sprudel jetzt fertig. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier, guck mal, herrscht der Grün und so. Der Haken ist da. Ihr seid meine Zeugen. So, was hast du das hier? Sehr gut. Recycling haben wir gemacht. Alles hier abgehakt. Hier ist sehr gut. Jetzt haben wir auch ein bisschen Wochenende hier noch. Das ist auch perfekt. Ja, mit 4 Kursen, das schon wieder habe ich du. Ja, 3 finde ich schon schwierig. Muss man sich schon ranhalten. Aber 4 sind schon heftig. Da müssen wir uns vielleicht ein Buch kaufen für die Raumfahrttechnik. Ausarbeiten machen. Was steht denn als erstes an? Da muss man immer ein bisschen gucken. 3 Tage 11 Uhr, 3 Tage 8 Uhr. Partikelteile. Müssen wir zuerst mal Nova. Oh, du bist aber schon wieder müde. Verdächtiger Sprudel. Ist das Blubbert äußerst verdächtig? Kann man das bedenkenlos trinken? Ich nehme an, oder? Möchtest du der von dir erstellten Monstrosität einen Namen geben? Der Spinat, Spinatsprudel, das ist der SPSP. Ja, wir nennen diesen Sprudel, weil er so SPSP, ne? Spinatsprudel. Der SPSP. Eine Spezialität von Lea Klee. Ja, das gucken wir mal. Zeig mal den Spinatsprudel. So, das ist ja wirklich grün hier. Ja, das kann man schon trinken, oder? Nimm mal eine Flasche, oder? Das macht nichts. Ausgezeichnete Qualität. Noom hier.
Oh, sehr unwohl. Jetzt musst du pieseln. Macht der hier Blasenschwäche oder was? Komm, geh schnell pieseln. Gora! Ah, ich trinke jetzt Sprudel. Schnell pieseln. Nichts passiert. SP, SP. Aber es sieht ein bisschen eklig aus. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Der SP, SP. Ein Spinatsprudel. Ja. Ist das so eine tote Pflanze oder was ist das? Das Etikett sieht ein bisschen auch ein bisschen böse aus. Und die Flasche ist auch so... So gequirlt irgendwie. I don't know. I don't know, I don't know. Spinatsprudel. Ist doch witzig, oder? Der Spinatsprudel. Ist voll kalt hier auch noch. Wir haben schon Frühling und bald ist hier schon wieder, ne? Mitte Frühling hier, bald schon wieder Sommer. Und irgendwie wird das nur nix, du. Kannst du nochmal was mampfen? Haben wir noch was? Eine Torte? Nee, jetzt probierst du nochmal den Sprudel hier weiter zu trinken. Er bringt doch bestimmt auch Hunger hier. Trinken. Was können wir da noch machen? Umbenennen, Inventar platzieren, wegwerfen, weglegen. Genau, Oma, komm ein bisschen schneller hier. Geh dich hier noch mal Hände waschen. Und du? Hast du abreagiert? Wo mir steht hier, Mann. Braucht er noch Spaß? Du musst hier noch ein bisschen Fernsehen und dann gehst du schlafen. Erstens schaffen wir die Hausaufgaben morgen wieder nicht mehr. Oh, jetzt musst du auch noch was essen. Haben wir noch einen Kuchen? Dann nimmst du den Kuchen. Komm, dann nimmst du den Kuchen hier. Ein Stück nehmen. Nimm noch mal ein Stück, bevor du hier ins Bett gehst. Oh, das wird wieder knapp. Schon 22 Uhr. Dann war es ja schon im Bett. Sehr gut. Nova, mach die Hausaufgaben. So muss es sein. Als nächstes machst du, aber bist du erst 25%. Ja, dann machen wir die Geschicklichkeit hier noch, die Raumfahrttechnik. Partikelteile ist das nächste. Nee, das haben wir schon. Hä, wieso machst du jetzt das? Du sollst auf Partikelteile zuerst, habe ich gesagt. Wie baut man auf Sixem eine Toilette? Dann machst du danach hier, Komm ich da jetzt ran an das Ding? Partikelteile. Oh, hast du recycelt, die Rettung der Welt, wir schaffen das. Ist das hier Zufall mit dem, wir schaffen das? Nicht jetzt Bob der Baumeister, sondern Angela Merkel hier. So, was ist mit deinem hier? Jetzt bist du doch schon ins Bett. Dann trinken wir den Sprudel morgen früh, ist auch okay. Bisschen schlafen. So, ihr zwei Hübschen. Ab mit euch ins Bett. Kuchen essen, Bett gehen. Ja, komm, mach finito. Das wird sonst zu knapp. Ab mit dir. Du bist immer noch im Spiegel. Ich werd hier mal richtig, ich sehe mich nicht mal im Spiegel. Das ist ein geiler Spiegel, du. Das ist so typisch. Ich werd mal groß und stark und dann sehe ich mich im Spiegel. Ja, so kannst du dich auch hier was vornehmen. Du Armer. Komm, ein bisschen Fernsehglotzen, das ist gut. Du brauchst das auch als Kind, ne? Das ist wie so eine diese Zuckerabhängigkeit der Kinder. Brauchen Fernseher, ich brauch Zucker hier. Die neue Netflix-Serie. In Shams. Ja, früher haben wir noch hier so Getränke hier gemacht, du. Ja, da haben wir noch gedreht und gerüttelt und geschüttelt. Yay. Und wir haben einen Roller gehabt. Kommen Sie noch zu uns. Da gibt's Baguette und Kuchen und alles. Ah, Kuchen noch gegessen. Sehr gut, ab ins Bett. Komm, lass stehen. Kinder machen das, die brauchen das für ihre Verantwortung. Wer stiefelt denn hier schon wieder rum? Ist das Sebastian? Nee. Das ist doch der eine da, der Hübsche da. Noah Adams. Hey! Kommen die einfach jetzt hier rein oder was hier, der schwarze Mann hier? Schwarz gekleidet. Hey, voll kalt bei euch. Ja, wir haben keine Heizung, wir sind ja nachhaltig. Gibt's auch gar keine Heizung, oder? Wenn die Sonne rauskommt, wird's wieder wärmer. Ja, hör auf mit Noah zu plaudern. Hol dir einen Kuchen. Das ist eine Schlange im Gesicht hier, sag mal. Komm. Romeo. Was willst du da mit Summer? Mit Summer plaudern. Ja, das machen wir mal fest hier. Und du, willst du auch irgendwas mit Romeo? Nee. Ja, das haben sie auch immer noch drin, ne? Fest schlafen. Z. Sommerfuchsklee. Ein schlafender Sim schwebt davon und vergisst die Sorgen eines Tages.
Schluss gezeichnet. Guck mal, Angela hat den Kuchen gemacht. Wird ja auch nochmal einen mitgebracht. Dann werden wir auch selbst eingebacken. Hier ist wieder voll der Müll hier. Boah, und was für ein. Der ist neu, der Müll. Kann man im Inventar platzieren. Sag mal, kann das im Inventar platzieren. Aber das muss, glaube ich, Nova machen, weil die Kinder können auch nicht recyceln hier, oder? Wir lassen euch mal schlafen, aber. Sehr unwohl, ja, das wäre ich hier auch. Aber macht Spaß, Torte zu essen. Guck mal hier, der kriegt hier Zucker. Tatsächlich, der Spaß geht hoch. Und du bist auch noch, du räumst ja auch noch auf. Hey, wir wollen das Recycle nicht wegschmeißen. Ja, nicht wieder rumbacken hier. Genau, geh ins Bett, komm. So ist gut. Du bist der Letzte im Bunde hier, 1.25 Uhr. Dass deine Mama wüsste hier noch. Der Spinatsprudel, ist der bis morgen verdorben, oder? Ne, ein Tag, 19 Stunden. Alles gut. So, ab ins Bett. Und jetzt geht ab die Post hier. Ich will mal wieder ein bisschen schneller die Zeit hier laufen lassen, ja? Ding, ding, ding. Oh, das geht schon wieder ein bisschen in Richtung industriell. Das ist der Pfeil zumindest. Wir müssen noch ein bisschen mehr für die Ökologie hier tun. Dann müssen wir die anderen noch überzeugen. Wir wollten ja auch noch abstimmen für den Neighborhood Action Plan. Das machen wir mit dir jetzt heute mal auch noch. Abstimmen für NAP. Ah, du bist ja schon fit. Du bist ja sogar schon fit. Komm, wir stimmen ab, Noel. Auf Flodica Roddy. Flodica Roddy. Flodica Roddy. Flodica Roddy. Ding, 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 ding. Ja, wird ja schon grün hier, ne? Jetzt sieht man schon wieder mehr hier. Wow. Seht ihr das hier? Voll verändert alles. Jetzt sieht man nichts mehr. Also wir müssen auf jeden Fall die moderne Entwicklung vorantreiben. Du hast 151 Punkte. Ich glaube, die haben wir. Oh, die wollen alle freie Liebe. Die. Eieiei. Ne, wir machen die moderne Entwicklung. Port Promise. Dann gehen wir gleich mal hier auf die, in die Vollen hier. Schaffen die das? 13 zu übertrumpfen? Hier ist unsere Glückszahl, oder? Ne, wir haben doch jetzt Folge. Welche haben wir denn? Folge 15, oder? Ich glaube, wir haben Folge 15. Machen wir 15. Ja, wir können es ja leisten. Ist doch sehr gut. Ja, da muss schon was werden hier. Wow, das ist geil. Guck mal, wie das aussieht. Jetzt ganz anders. Finde ich voll schön. Das haben sie echt cool gemacht. Hier so viele Pflanzen hier gespammt. Das ist wie in der Apokalypse-Welt. Da habe ich auch so viele Pflanzen platziert. Toll. Das gefällt mir. Daumen nach oben hier, oder? Für diese Welt. Hammer. Was haben sie da noch irgendwas? Ist noch nichts Neues. Übrigens, hier kommt auch kein grüner Sabber mehr raus. Ne? Das sind so lauter so Kleinigkeiten. Hier ist ein bisschen mehr Grün. Ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir auch Bäumchen ja schon, ne? Gut. Der Müll ist weg und jetzt wird es grün. Die Bäumchen sind auch neu. Also die haben sich da schon so ein paar Gedanken gemacht. Das finde ich sehr gut. Wow. Finde ich cool. Finde ich echt gut. Wirklich gut. Hier oben sogar Solarpanels hier platziert. Hier auch so, ne? Das ist schon schick hier. Muss man echt sagen. Wir waren auch noch nie in dieser komischen Bar da, ne? Die müssen wir mal umbauen. Hast du abgestimmt jetzt? Alles gut, ne? Komm, dann holst du dir auch noch einen Kuchen, bevor der jetzt voll weggammelt. Hier gibt es auch noch was. Die werden irgendwie nie schlecht, wie es aussieht. Hau rein, genau. Hau rein, hau rein. Dann gehen wir nochmal duschen. Und dann gehen wir weiter lernen, bitte. Für die Partikel. Für die Partikel. Auch schon wieder wach. Ja, seid ihr doch schon wieder alle wach. Ich denke immer, ihr schlaft hier den ganzen Tag über. Rome ist auch schon wieder wach. Das gibt's ja nicht. Verspielt ist er auch noch. Du gehst jetzt mal auf Klo, ne? Aufwecken. Nicht die Lea aufwecken, du. Die alte Frau, die weckt man nicht auf mitten in der Nacht. Ja, man muss bieten. Du gehst selber, du kleiner Affe. Komm. Auf jetzt. Du Nudelkind. Und du stinkst hier im Bett auch noch. Du Dreckskind. Ja, ist doch wahr hier. Nachdenklich duschen, dann bist du inspiriert. Komm, das machst du jetzt. Ich glaube, die Betten sind echt top. Hausaufgabe mit links erledigen. Dann machst du das als nächstes. Und dann gibt es erst was zu essen. Erst die Hausaufgaben, dann das Essen. Romeo macht eine Phase durch. Er wird sich jetzt bei jeder Gelegenheit um unsere Menschen schnappen, oft herumbrüllen und alle Radios voll aufdrehen. Nee, das kann ich ja aber leiden. Da gibt es gleich Strafe hier. Nicht fluchen. Keine bösen Wörter. Hey. Junge. Erziehung. Ins Bett bringen.
Bring ihn mal ins Bett jetzt, reicht's aber. Du gehst jetzt ins Bett aber, ja? Junge, ja, es ist nachts hier 5.21 Uhr, ja, geh mal schlafen. Komm, wir gehen ins Bett. Ab mit dir ins Bett. Oh, der muss pieseln, ja. Mutter, nur auf Klo. Er hat's immer früher gesagt, scheiße. Lia, komm, aufgestanden mit Gebrüll. Ich will diesen Spinatdinger da probieren. Ich muss schon wieder aufstehen, ja. Du bist ja aber flott unterwegs heute. Komm. Morgenstund hat Spinatsprudel im Mund. Das ist schon witzig, dass man da Spinat auch machen kann. Gibt's eigentlich Minze? Dann könnte man so einen Minzesprudel machen. Sieht man auch sehr. Also wenn du da einmal ausrutscht, dann haut sich voll auf den Betonboden. Du. Das ist ja schon... Aber ich glaube, da kann man nicht als Sim runterstürzen. Oder es gibt ja auch nicht Treppe runterfallen oder hochfallen. So, schnapp dir den Spinner. Wo ist er jetzt? Bist du gebackt hier? Ja, die Käfer müssen wir auch nochmal gucken, aber jetzt... Probier's denn mal, komm. So ein schönes Wetter. Wir sind Spinatsprudel. Ja, schmeckt schon gut. Hm? Schmeckt's gut, oder? Schmeckt's nicht gut. Yermisch. Ich trinke Spinatsprudel. Ja, das schmeckt's gut. Also, dann haben wir es gut gemacht. Finde ich schon mal super hier. Schauba. Guck mal, Hunger steigt hier sogar auf. Wie alle Lebewesen brauchen auch Sims Nahrung. Bereite eine Mahlzeit zu. Bestelle Pizza oder grille etwas Leckeres. Mhm. Passiert nichts, oder? Kann man bedenkenlos trinken, würde ich mal sagen. Gehst du wieder zu Noelle? Was machst du da? Mit Noelle plaudern. Wie in alten Zeiten, weil in der Nähe von der Familie ist. Toll. Tag verschönern. Do it. Hast du da? Seltsames Prickeln. Hm, ich weiß nicht, ob das richtig aufgesprudelt wurde. Doch, doch, stand ausgezeichnet. Ja, hallo? Das schmeckt nur ein bisschen komisch wegen dem Spinat. Alles gut. Wir können schon wieder das nächste hier machen. Was machen wir als nächstes, Lea? Komm. Noelle, Noelle. Was ist ja der alles so grün irgendwie? Finde ich sehr gut. Ihr nicht? So, was machen wir als nächstes? Basilikumgetränk? Oder so ein Rosensaft? Ernsthaft? Erbsending? Gut, das geht noch, aber... Karotten, ist da auch alles noch drin? Aber jetzt mit so Blumen und so? Sollen wir mal so einen Rosensaft machen? Mit Stacheln? Oder was ist das? Probieren es jetzt einfach mal. Oh, ich pack bald Babys dran, da gibt's Babysaft. Nee, nee, du machst keine Babys mehr, bist schon zu alt. So, aufsprudeln beginnen. Leuchtet grün, komm. So, heiß machen, Hebel rum und blubberst hier rein. Genau, jetzt wird's geblubbert. Jetzt gehst du auf Klo und dann gehst du was essen. Was hast du da? Ah, wir haben das nächste Level hier erreicht. Erreiche Level 5, stelle 5 Objekte her und besitze 5 Farbstoffe. Oh, die Farbstoffe müssen wir, die können wir auch kaufen. Noelle, du gehst heute mal wieder zur Arbeit, ja. Wir müssen mit dir auch nochmal Meereslebewesen erforschen. Und du? Für dich wird sich auch mal langsam ein Schreibtisch hier lohnen. Du hast auch kaum Einflusspunkte. Nicht begonnen. 50% erledigt. 75% erledigt. Hier ist sehr schön. Du machst als nächstes weiter mit dem 6M Toilettenbau. 6M ist ja der Alien-Planet aus An die Arbeit. Zum ersten Erweiterungspack. Und. Ja. Ist im Weltall. Hausaufgaben fertig. Sehr gut, Kinder. Ist hier wirklich mal gut. Hier machen wir zu Favoriten hinzufügen. Oh, gibt's ein kleines Herzelein auf Kleber. Dann geh jetzt nochmal schnell auf Klo. Komm. Und noch was essen. Ja. Auf. Komm. Hopp, Flotti Karotti. Lia, auch hier zu Hause arbeiten? Natürlich. Natürlich, natürlich. Trinken wir jetzt nochmal Spinatsprudel. Kannst du nicht mehr trinken? Doch, lass schon nehmen. Nee, du hast noch Hunger. Komm, dann nimmst du den Spinatsprudel. Komm. Lass das essen. Wir holen uns den Spinatsprudel. Heute schön windig, toll. Dann gibt es wieder mehr Strom. Aber ich habe ein bisschen Angst. Wir gehen immer mehr wieder in Richtung industriell.
Wir müssen da ein bisschen gucken, dass wir dass wir da nicht so sehr darüber rutschen, ja? Ah, es liegt daran, dass wir das Feuer hier gemacht haben. Oh, guck mal, hier müssen auch mal nochmal jäten. Bereich jäten. Garten pflegen. Mhm. Unsere Nutzpflanzen, da muss man gucken, dass man das richtig macht. Nova. Was du haben? Hunger. Hunger und Energie brauchen. Hier nochmal was mampfen dann. Geht nicht? Doch, wir haben eine Torte hier irgendwo. Es ist gejätet jetzt. Passt soweit. Vergiss dein Sprudeldicht. Lululu. Take your sprudel with you. Die Flasche sieht voll geil aus. Sie passt zu deinem Outfit. Ausgezeichnet. Hergestellt mit Spinnhart. Traust du dich nicht? Jetzt trink doch. Also Spinnhart-Sprudel ist schon geil. Ja, da stehen noch Teller rum. Bist du zur Schule? Spielen! Ich spiele jetzt hier Müll oder was? Spiel, spiel, spiel. Haha, braucht das Spaß hier, dann spielt er hier. Und angepickelt hat er sich auch schon wieder. Eieiei. Spiel mit Nova. Wer bist du? Hendrik. Emotionale Kunde. Du spielst mit dem Kaugummi-Tier, ist auch okay. Kannst du auch machen. Nein, du? Kuchen essen? Ja, dann müssen wir hier, guck mal. Inventar platzieren hier alles. Mach das mal. Das können wir verschreddern dann irgendwann. Nach der Einrichtung wühlen. Da Wühlkind. Ist ja Samstag, genau, gehst du schlafen. Die Nacht wieder durchgearbeitet hier. Ja, mit dem Sprudel da, das verstehe ich noch nicht. Trinkst du den jetzt noch oder ist das jetzt Deko oder was? Komm, hau rein. Hä? Soll ich wirklich? Ja, mach doch. Wir sehen, ob da was passiert oder nicht. Kann man sich nicht vorstellen, dass da nichts passiert bei Sims. Ich meine, das ist ja nur diese Stimmung da, oder? Nee, das ist der Müll. Die andere ist schon wieder weg. Hm. Das Trinken. Trinken. Trinken, trinken. Aber es wird hier echt langsam richtig schön grün, du. Noom. Noom, Noom. Voll schön grünes Port Promise hier. Ja, ja. Schon toll. Wow. Fertig getrunken? Anja, lieber, da ist es schon wieder komisch hier. Seltsames Prickeln. Weiß nicht, ob das richtig aufgesprudelt wurde. Ich will das jetzt nicht auf mir hier. Ich will das hier nochmal. Ich trinke den nochmal fertig hier. Oder weil du den vielleicht nicht fertig getrunken hast, oder was? Da muss doch gehen jetzt, komm. Da passiert was, habe ich gelesen. Vielleicht nicht bei Spinat, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da passiert was. Aber du musst auch den Deckel aufmachen. Du trinkst das ja mit Kronkorken. Jetzt ist richtig, ne? Jetzt ist fertig. Hm. Was ist das jetzt? Sehr glücklich. Gefährliches Prickeln. Ach du Sind wir jetzt hier... Haben wir jetzt hier die Strangerville-Krankheit oder was? Haben sie die Animation hier genommen für ein Strangerville? Eieiei. Aber du hast nicht diese Strangerville-Krankheit jetzt hier, oder? Was machst denn du jetzt? Ist Jonas da, oder was? Ha, Mama, wie eh und je. Wenigstens lebt sie noch. Ja. Ach du Scheiße. Hallo. Hallo, Mama. Oh, Leute. Ernsthaft jetzt? Aber du hast das nicht, das merkt man. Die Krankheit hast du nicht, oder? Ich dachte schon. Nee, das ist schon hier. Manchmal hat man einfach zu viel Spaß, um sich über das eigene Wohlbefinden Sorgen machen zu lassen. Lieblingskunstwerke hier, komm hier rein, bitte, mach das. Wie wenn wir irgendwie eine Wohnung stellen. Eieiei, unsere Leon. Ich wusste doch, da passiert was hier, sag ich doch. Nochmal ist hier noch am Pennen. Oh, wir haben schon wieder so lange hier heute gespielt. Hier machen wir mal einen Knopf dran an die Folge, oder? Mhm. Schon wieder vorbei, oder? Schon wieder alles gut. Verkauf mal die Blümchen hier. Was machen wir heute noch? Oh, 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 jetzt stinkt's aber. Alles gut, oder? Sag mal, hast du mal nur deinen Walkstyle? Nee, alles gut, schon wieder weg. Oh, 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 oh. Nächstes Mal geht's weiter mit Hashtag Grünwelt.
hier nachhaltig leben. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei dem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß, falls ihr noch was anderes anguckt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.